Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft. Södele, wir werden erst einmal die Baustelle hier verlassen. Da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Jetzt will ich nur eben schnell sehen, was wir hier in der Truhe haben. Scheiße haben wir hier drin. Wir lassen mal ein bisschen weiße Wolle. Ach komm, die lassen wir hier. So, den Rest versuchen wir hier mitzunehmen. Den brauchen wir hier nicht, den ganzen Klumpatsch. Oh, wir kriegen nicht alles mit. Oh, ein Hase! Machen wir das so. Dann nehmen wir den Rest beim nächsten Mal mit. So, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und was wir machen werden, ist... damit ja so ein Stadion auch irgendwann mal gefüllt werden kann, benötigen wir ja Menschen. Und klar, es gibt keine Menschen hier in Minecraft, das weiß ich auch, aber immerhin müssen wir oder können wir so tun, als ob es hier Leben gibt. Das heißt, wir müssen dann Häuser bauen. Komm, scheiß Ei. Und da habe ich mir gedacht, werden wir ein paar Häuslis bauen, die sich hier schön in die Landschaft mit einfügen. Aber erst einmal müssen wir den ganzen Klumpatsch hier loswerden. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Entschuldigt. Eine Straße müssen wir ja auch noch dahin bauen. Also wir haben noch richtig viel vor uns. Hier haben wir Schafe. Komm, ess mal was. Hier haben wir... Machen wir das so. So, dann können die nicht da reinfallen, die Tiere. Und wir können immer noch schön unsere Sachen ernten. Unsere Wolle etc. Ich glaube... Boah, sind wir richtig oder sind wir nicht richtig? Ich möchte eigentlich mal ohne Koordinaten nach Hause finden. Das sieht hier auch geil aus. Sogar eine Höhle. Eine Höhle müssen wir eigentlich auch nochmal wieder reingehen. Wird eigentlich auch mal wieder Zeit. Aber alles zu seiner Zeit. Eins nach dem anderen. Ah, wir sind richtig, da sehe ich schon. Unser Häusli. Die Schafe hier, die nehmen wir auch nochmal mit. Und dann werden wir unheimlich viel Stein brauchen. Unheimlich viel Holz. Ach, das ist wieder... Mal das so. Wolle werden wir natürlich auch ein bisschen brauchen, aber erst einmal werden wir uns mit Holz so ein bisschen sättigen. Und da geht auch die Sonne unter. Blub, blub. Ach, ist das schön. Ja, der Leuchtturm wird auch noch gebaut. Da bin ich auch schon wieder gefragt worden. Kommt alles noch, kommt alles noch. Wenn ich Lust darauf habe, den Leuchtturm zu bauen,
Dann fangen wir irgendwann mal damit an. So. Das ist ja eigentlich ein normaler Gehweg hier. Hallo, Schnuffi. Dann werden wir jetzt erstmal die Truhen auffüllen. Erde. Haben wir jetzt erst einmal genug. Wolle. Weiße Wolle haben wir. Hier, boah, wir hatten mal so viel Wolle gehabt. Echt heftig. So, dann haben wir hier die Blümchenabteilung. Hier haben wir noch Eisen. Da tun wir mal hier hin, weil brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Kies haben wir hier. So, was wir brauchen ist Stein. Ist aber die Frage, wie will ich das machen? Wie will ich das machen? Das wird alles sonst zu groß, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, mit einer Straße als solches können wir gar nicht arbeiten, ne? Wobei ich das ja gerne machen würde. Ich muss mal austesten, wie das aussehen würde. Aber jetzt erstmal gehen wir pennen. Ne, erstmal waschen. Duschen. So, den ganzen Dreck runter und jetzt pennen. So, dann will ich jetzt mal was ausprobieren. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das machen kann. Ich weiß, das Dächlein hier, das müssen wir auch noch richtig machen. Wo kann ich das mal ausprobieren? Hier. Wenn ich sage, das hier ist die Straße. Mache ich die Straße 4 oder 5 breit? So, und dann, da nehmen wir jetzt mal Holz für. Das wird natürlich auch nicht mit Cobbles jetzt gemacht oder so. Und hier dann der Gehweg im Prinzip. Natürlich dann mit Kies. Und das wird dann 2 breit. Und dann fangen dann die Häuser an. Müsste eigentlich gehen. Dann könnte man hinterher sogar hergehen. Dann können wir nochmal in die Wüste gehen. Und das mache ich jetzt mal mit Holz, aber mit dem weißen Gesteins da. Diese Striche machen, die es ja auf der Straße gibt. Ja, ich glaube, so könnte man das machen. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Das heißt, wir müssen Steine erstmal in den Öfen reinschieben. Was haben wir denn noch an Werkzeug? Haben wir noch ein bisschen was? Eine Schaufel müssen wir uns nochmal machen. Na. So, und was wir auch nochmal brauchen, sind Fackeln. Mit 3 kommen wir nicht weit. Ein bisschen Eichenholz haben wir noch. Und dann muss ich mal, was haben wir denn unten noch in der Holzkiste? Gucken wir mal. Ja, ein bisschen Eichenholz haben wir noch. Zäune.
Oh, jetzt muss ich. Obwohl, ich könnte auch mal Häuser anstatt aus Holz auch aus Kobbelstein bauen. Also Kobbelstein gemixt mit Holz, ne? Sähe vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das hier nehmen wir auch mal mit. Mein Gott, wir werden volle Taschen haben. Das können wir auch mal mitnehmen. Das können wir mal mitnehmen. Tür, da brauchen wir nicht. Ein Kessel auch erst einmal nicht. Was haben wir denn noch? Hier, das meinte ich, ne? Weiß gefärbter Ton, den können wir auch mal mitnehmen. Den können wir vielleicht dann so ein bisschen zwischenparken. So, was haben wir denn hier noch? Nix mehr. Wolle lasse ich auch erstmal hier. Wie gesagt, wir werden erstmal mit Stein und Holz arbeiten. Alles andere kommt dann noch. Die Inneneinrichtung, ne, Hundi? Ja. Ich kann ja auch nochmal Knochen mitnehmen, falls ich nochmal einen Hund finde. Zack. Ach so, was ich noch machen möchte, bevor wir irgendwo hingehen. Du bekommst jetzt noch einen Namen und ich weiß auch schon welchen. Gehen wir mal hier eben schnell zur Schmiede. So, wie ging das denn jetzt? Hier. Namensschild. So. Ja, wir haben bei uns auf der Arbeit einen Hund. Einen kleinen Yorkshire Terrier. Der ist total süß. Total putzig, wirklich total putzig. Und der heißt Timmy. Und deswegen heißt du jetzt auch Timmy. So. Muss aber gucken, vielleicht können wir ja hier so eine Art Hundekörbchen machen. Was hältst du davon, So, mach mal eben versuchen. Ich weiß zwar nicht, ob das gut aussehen wird, aber schauen wir mal. Hier haben wir die Wolle. Es müsste so halbe Blöcke geben. Weißt du? So halbe Dinger. Können wir denn für halbe Dinger mal nehmen? Nur die Stüfchen hier. Gucken wir mal. So. Dann haben wir hier noch mal die Wolle. Muss mal kurz auf Seite.
Komm mal mit, Schatzemann.